Hallo Leute, ich bin immer noch ein bisschen erkältet, aber nichtsdestotrotz. Heute wollen wir einen neuen Testwagen, so eine Art Wettrennen, und zwar mit einem Sägeblatt Nummer 5. Gestern hatten wir ja Sägeblatt Nummer 7 gehabt, ein Skip. Und heute nehmen wir mal zur Herausforderung ein Skip Progressiv Nummer 5 statt wie gestern 7. Also 5 tritt gegen 7 an. Mal schauen, wer da die Nase vorn hat. Es wird auf Schnelligkeit gesägt. Moment, erstmal andocken. Yep. So sieht's aus. Es gibt Nummer 7, progressiv. Was heißt progressiv? Das heißt, an den Enden sind kleinere Zähne und dann steigen die progressiv zur Mitte an. Vom Größenverhältnis her. Somit kann ein leichtes Ansägen erfolgen und im Bereich der Mitte, wenn man die Säge zügig führt, sägt die auch besser. So, da kommt das hin. Eins tun wir da hin und der Rest kommt wieder rein. So. Ich versuche das mal zu zeigen, ob es klappt. Kann man sehen, an den Enden sind ein bisschen kleinere Zähne und dann in der Mitte größere. Also, so ein Zahnsägeblatt möchte ich jetzt hier einspannen. Das gestrige Skip Nummer 7, das hat sich tapfer geschlagen. Wir testen einmal in 10 mm Sperrholz Birke. Und so sieht es dann aus hier. Ich habe schon aufgezeichnet. Dieser Stern ist 11,5. Im Durchmesser in Seitenlänge einer Zacke hat 3,33 und dementsprechend können wir da einen um die Sternzacken drumherum einen interessanten Schnelligkeitstest vorführen. Und ich bin gespannt, wie das Ergebnis sein wird. Sowohl von dem Oberflächengüte als auch von der Schnelligkeit. So. Ich wäre eigentlich soweit. Also kann es losgehen. Muss mal gucken, ob die Säge gut gespannt ist. Ja, also dann, los geht's. Ums Eck komme ich auch ganz gut rum. In einem kleinen winzigen Radius. Der Stern muss nicht unbedingt spitz sein. Lässt sich angenehm sägen, aber ich bin gespannt gegen das 7er von gestern, ob ich vom Fortschritt her einen Vorteil habe. Man bedenke, das 5er hat im Vergleich zum 7er von gestern eine kleinere Zahngeometrie. Thank you.
Und Zeitstopp. Bevor wir das hier jetzt rausholen, wollte ich das nochmal notieren, um welches Sägeblatt es sich dabei handelt. Und zwar Skip Progressiv Nummer 5. Skip Progressiv Nummer 5. Soweit so gut. Jetzt kommt der Moment. Fabelhaft. Keine Ausrisse an dem Holz. Nichts zu bemängeln. Sieht sehr gut aus. So war das. Und ich habe die Säge nicht gerade geführt, sonst wäre sie auch von beiden Seiten schön durchsteckbar. Also, das war ein Stern in 11,55 Größe und wir haben hier eine Stärke von 10 mm. So gesehen kann man die 2 cm erkennen. Okay, das war's.